Ali, hallo, Hallöchen und einen wunderschönen guten Abend. Und natürlich auch frohe Ostern. Und lustig, lustig, tralalala, XXL, Kira ist wieder da und sie wird immer größer. Entschuldigung, ich bin schon wieder weg. Ich hoffe, ihr habt mich nicht zu sehr vermisst. Oder ich hoffe, ihr habt mich vermisst, je nachdem, wie man es sieht. Auf jeden Fall Hallihallo, Hallöchen allerseits und einen wunderschönen Abend hier wieder bei mir im Stream. Ja, ich begrüße mal alle Leute, die schon da sind. Hallöchen Heshi, der schon die ganze Zeit herumschwimmt und sich freut, dass ich wieder da bin, nehme ich mal an. Er freut sich auf jeden Fall, dass der Stream losgeht, auch wenn ihn Tihnari erschreckt hat. Ich habe mir gedacht, Tihnari ist eine gute Variante. Erstmal ist heute Ostern. Also, das ist der Charakter, der am ehesten Hasenohren hat, oder? Und außerdem machen wir den komischen Sumeru-Tränke-Event. Ich habe gedacht, da passt Tihnari gut. Ja, ich wollte niemanden erschrecken. Das sind immer die Charaktere, die Jumpscares machen. Ja. Ich distanziere mich davon natürlich. Und Hallöchen auch Tobi, Miwau. Und Heshi, vielen Dank für dein Abo. Schon 16 Monate. Wahnsinn. Da gibt es gleich eine Topas mit Kreditkarte dazu. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Yay. Oh nein. XXL Kira. Den Clip muss ich mir nachher anschauen. Ah. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe dann nachher noch viel zu erzählen. Aber was hat Tobi geschrieben? Bin mal endlich einen Tag zu Hause. Morgen bin ich wieder bei meiner anderen Oma. Na, ist doch eh nicht schlecht. Alle Omas abklappern. Muss auch mal sein. Die freuen sich sicher über deine Besuche. Yes. Ja, ich hoffe, ihr habt die letzten Tage ganz gut verbracht mit 5 Tagen sozusagen ohne Evo und mich. Gestern hat ja Evo am Abend schon gestreamt und jetzt bin ich auch wieder da, wie versprochen. Gott sei Dank, rechtzeitig zurückgekehrt, ohne Streiks, mit dem Flugzeug gestern Mittag wieder heile in Wien gelandet. Ja, der eine oder andere wird es schon gehört haben. Ich habe ja nicht so viel im Vorhinein darüber erzählt, außer dass ich eine kurze Streampause mache. Aber wir haben die letzten 5,5 Tage oder so, naja, es waren eigentlich nur 5 Tage, Urlaub gemacht. Yay! Und zwar war das relativ spontan, was wir gemacht haben. Wir haben nach sehr, 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 sehr langer Zeit habe ich endlich wieder mein Heimatland oder meine Heimatstadt Hannover besucht. Unglaublicherweise, ja. Nach über 10 Jahren, waren fast 10,5 Jahre, das erste Mal wieder nach Deutschland. Und das war ganz schön spannend, muss ich sagen, für mich. Ich habe ja 20 Jahre in Hannover gelebt. Bin dann mit 20 Jahren nach Österreich gezogen, zu Evo. Und seitdem lebe ich jetzt schon seit über 20 Jahren hier. Und in den letzten 10 Jahren, eigentlich seitdem Flynn geboren wurde, war ich nicht mehr sozusagen zu Hause oder in meiner Heimat eher. Weil mein Ha Zuhause ist ja jetzt hier. Es war mal wieder Zeit. In den letzten Jahren habe ich oft dran gedacht, so, oh mein Gott, wie wäre es mal wieder nach Hannover zurück? Und ja, wir haben es endlich jetzt geschafft. In den letzten Jahren. Naja, es war eigentlich so. Als ich gerade schwanger war, waren wir noch das letzte Mal im Dezember. Und dann ist Flynn auf die Welt gekommen. Dann haben sich meine Eltern getrennt. Das war ein bisschen Drama hin und her, wie es halt so ist, wenn sich Eltern trennen. Wurscht. Ich war schon lange erwachsen, also nicht so tragisch. Das mussten sie unter sich selber ausmachen. Das ist nicht meine Sache. Und ja, Flynn war dann noch so klein. Dann kam C-Virus und Lockdowns und alles Mögliche. Und ja, letztes Jahr halt Hochzeit dann. War halt dann auch nicht so viel Zeit und Geld, um ans Urlauben zu denken. Und dieses Jahr haben wir gesagt, ja, entweder wir wollten eigentlich im Sommer nach Hannover. Und jetzt haben wir uns kurzerhand irgendwie umentschlossen und haben gesagt, okay, wir fliegen jetzt in den Osterferien. Und dann in den Sommerferien machen wir was anderes.
Yes, und so ist das gekommen. Also wie gesagt, das waren 3, 4 Wochen davor, wo wir das eigentlich alles fixiert haben und es war eigentlich alles sehr, sehr spontan, aber es ist Gott sei Dank alles gut gegangen und ja, war richtig cool. Drama, genau das. Genau das. Ja, wartet mal. Wo bin ich denn? Sumeru. Sumeru gar nicht mehr aus. So, da muss ich hin, glaube ich. Und sind halt am Montag in der Früh geflogen. Ich muss sagen, ich bin ja seit 11 Jahren nicht mehr geflogen, nicht mehr in einem Flugzeug gesessen. Ich war noch nie so hundertprozentig der Freund vom Fliegen. Ist einfach so. Es ist weniger die Höhe als das Eingesperrtsein so lange, obwohl Gott sei Dank der Flug nicht so lang ist. Ich muss sagen, der Hinflug war wirklich einer der angenehmsten Flüge, die ich jemals hatte in meinem Leben. Wirklich sehr, sehr geschmeidig, obwohl wir in einer sehr kleinen Maschine waren. Mit so einer kleinen bin ich, glaube ich, noch nie geflogen. Weiß nicht. Ich weiß nicht, Innsbruck hatte, glaube ich, ein bisschen weniger Reihen, als ich damals geflogen bin, aber da waren zumindest 3 und 2 Sitze. Und jetzt sind wir in einer geflogen, wo nur 2 und 2 Sitze waren. Also auf jeder Seite 2, 2, also 4 in jeder Reihe. Und circa 25 Reihen in etwa, weil wir waren Reihe 12 und das war genau da, so kurz vorm Notausgang über den Tragflächen. Und ja, war super, super angenehm, muss ich sagen, der Flug. Flynn Gott sei Dank auch gut überstanden. Ich habe ein bisschen mehr Sorgen gemacht mit Flynn, ob er das so gut mitnimmt, aber Gott sei Dank überhaupt kein Problem. Ihm ist nicht schlecht geworden, nichts. Weniger als beim Auto oder beim Busfahren, Gott sei Dank. Und ja, sind dann halt angekommen. Mein Vater hat uns abgeholt. Und ja, wir haben 5 sehr, sehr interessante Tage erlebt. Es hat sich eigentlich in 10 Jahren auf der einen Seite nicht wirklich viel verändert. Es war vieles einfach noch absolut genau wie früher. Natürlich in den Randgebieten haben sie neue Wohnhäuser dazu gebaut in Hannover. Ansonsten ist vieles einfach sehr, sehr gleich geblieben. Also Gott sei Dank, Orientierung war perfekt. Orientierung besser gelaufen als in Wien oder in Videospielen. Gott sei Dank alles ganz, ganz gut gegangen, ja. Ich habe dann, also schon davor, ein Airbnb für uns gebucht, weil ich habe geschaut, ja, wo übernachten wir? Weil bei meinen Eltern ist es relativ schwer, weil die jeweils nur halt kleinere Wohnungen haben und dann zu dritt und mit Flynn, ja, es ist halt auch blöd. Und ein Airbnb ausgesucht, habe halt erst eins gefunden, was bei mir ganz bei meinem Wohnhaus sozusagen aus meiner Kindheit ganz in der Nähe gewesen wäre. Ja, die hat dann gesagt, ah, okay, wusste ich nicht. Ah ja, zufälligerweise, meine Schwägerin kommt vorbei, genau zu der Zeit. Ich so, ja, okay, gut, passt. Habe ich noch was anderes gefunden, was in der Nähe meines Gymnasiums war eher. Und dann auch so, ah nein, das ist ausgebucht. So, ja, dann, warum inseriert das ihr das? Wenn es schon ausgebucht ist. Und dann habe ich noch was anderes gefunden, eigentlich sehr gut angebunden, weil sie da jetzt zufälligerweise eine Straßenbahn genau lang gebaut haben. Aus dem Nichts. Und es war, wo eine meiner besten Freundinnen gewohnt hat, gleich die nächste Straße. Also die Gegend kannte ich auch sehr gut und super praktisch, gleich die Straßenbahn vor der Haustür. Und damit konnten wir gleich in die Stadt fahren und überall hin. Aber auch sonst, wie gesagt, Hannover ist ja im Gegensatz zu Wien echt nicht groß. Man ist so schnell überall vom Stadtrand in der Stadt mit der Bahn, aber auch zu Fuß kommt man sehr schnell überall hin. Also es war sehr, sehr gut. Die Wohnung an sich war eigentlich schön, nur sehr, sehr kalt. Es war nicht eingeheizt und frostelig kalt. Boah. Ja, die ersten 2 Tage waren der Horror. Danach ging es dann langsam. Ja, Gott sei Dank. Ja, das war wild. Morgen wird Ostern gefeiert. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß, Tobi, auf jeden Fall. Wir haben heute schon brav gefeiert. Frohe Ostern, Hallöchen Ichigo, dir auch frohe Ostern. Wird wieder gefeiert. Ah, okay. Morgen wird wieder Ostern gefeiert. Ja, warum nicht? Wenn man die Familie besucht. Ja. Und es gab halt einige Sachen, die ich unbedingt machen wollte. Auf jeden Fall halt meine Familie treffen. Check ist gelungen. Einmal so die Gegend abchecken, wo ich groß geworden bin, mit meinen Schulen und so und wo das Haus war und wo ich immer lang gegangen bin. Check sind wir auch lang gegangen.
Wie gesagt, war alles eigentlich ziemlich gleich wie früher. Und ja, viele gute Sachen essen, die es hier so nicht gibt. Das mag für manche vielleicht ein bisschen seltsam sein. Aber so Dinge wie Malzkuchen essen oder diese weichen Pfefferbeißwürstchen. Ich liebe die Pfefferwürstchen. Gleich ein 6er-Pack für die ganze Woche gekauft und wegschnabuliert. Also nicht an einem Tag. Am Abend immer jeweils eins. Und Schmalzkuchen waren so gut. Und was haben wir noch gegessen? Die Sachen fallen mir dann alle sicher dann nach und nach wieder ein. Oh. Mein Dingsbums sollte eigentlich erst morgen los. Werde ich nochmal abschneiden. Mein Bot-Dingsel da. Bringt ja noch nichts, wenn ich das bei Genshin einblende. Fantastisch, wie schnell mein Browser ist. MiHoYo ist... Ich lasse es einfach, wurscht. Wie geht es euch, ihr Lieben? Danke, mir geht's super. Alles prima bei mir. Hoffentlich bei dir auch. Und... Ja, war wie gesagt... Das Wetter hätte besser sein können. Teilweise war es ganz schön, aber manchmal war es doch recht frisch, muss ich sagen. Als wir dann nach Wien gekommen sind, war es dann super warm irgendwie. Aber in Hannover war es relativ frisch. Ich hätte mir gewünscht, dass es ein bisschen schöner ist, aber es ist, wie es ist. Man muss das Wetter nehmen, wie es kommt. Und ja, war also für mich eine ganz interessante... Ein ganz, ganz interessantes Erlebnis, weil ich war mir nicht sicher. Ich habe in den letzten Jahren viel drüber nachgedacht. Ja, ich möchte mal wieder zurück und wie ist das? Und habe ich manche Sachen einfach falsch im Gedächtnis, so Nostalgie, so stimmt das überhaupt noch oder bilde ich mir das einfach nur so aus Nostalgiegründen? Ist das wirklich so? Und ich muss sagen, viele Sachen waren einfach so, wie ich es in Erinnerung hatte. Leute in Hannover, ich glaube, das gilt aber auch für Norddeutschland so insgesamt, denke ich, sind um einiges gelassener. Also ich habe so nie wirklich was erlebt, wo jemand so rumgepöbelt hätte oder jemanden dumm angemacht hätte wegen den einfachsten Sachen. Es war eigentlich sehr, sehr chillig und ruhig. Und die Geschäfte natürlich, das erste Mal, als wir am Montag einkaufen waren, wir waren in einem Edeka, relativ groß. Ich war so überfordert, Leute. Wirklich, ich war so überfordert. Was es alles zu kaufen gibt. Ihr glaubt gar nicht, was es alles zu kaufen gibt. Ich meine, ihr wisst, was es zu kaufen gibt, wenn ihr in Deutschland lebt. Aber für mich war das echt... Ich war im ersten Moment echt überfordert mit der Gesamtsituation. Was es alles gibt. Ich so, oh mein Gott, das würde ich immer kaufen. Das würde ich immer kaufen. Aber das gibt's alles bei uns nicht. Und ich war erstaunt, wie... günstig teilweise, meine, im Vergleich jetzt halt zu österreichischen Preisen, Lebensmittel waren. Ich habe halt immer so im Kopf so überschlagen, ja, wie viele Sachen haben wir, da, und es war mindestens immer ein Viertel günstiger, als ich so im Kopf überschlagen hätte. Ich meine, ich habe nicht mitgezählt, aber so. Man hat ja ein Gefühl dafür, wenn man regelmäßig einkaufen geht, wie teuer das ist. Kino. Wir waren am Freitag noch im Kino. Ich bin aus den Latschen gekippt halb. Wir haben Kung Fu Panda 4 gesehen mit Flynn. Und es waren halt 3D, ein 3D-Film zu der Zeit, wo ich so, oh mein Gott, das wird teuer. So drei Leute, 3D-Film, boah, 50 Euro lege ich auf den Tisch. Auf einmal sagt die mir, sie fragt noch vorher, ja, haben Sie 3D-Brille mit dabei? Ich so, nein, leider nicht. Und dann so, ah, sie gibt da noch irgendwas ein. Ich so, oh mein Gott, jetzt wird's teuer. Und dann auf einmal so 31 oder 31,50. Ich so, was? 31,50? Ich so, ich zahle für zwei Karten in Österreich 31 Euro. Ja, irgendwie Familientickets kosten 10,50 das Stück. Ich so, okay, das ist günstig. Wann war ich das letzte Mal für 10 Euro im Kino? Keine Ahnung. Wahnsinn! Das hat mich echt auch, wirklich, auch Popcorn und Getränke im Kino auch sehr viel günstiger. Ich würde sagen, ein Viertel bis ein Drittel günstiger im Vergleich.
und süßes Popcorn. Oh mein Gott. Bei uns, wenn es mal süßes Popcorn gibt, gibt es nur so Karamell-Popcorn. Das schmeckt nicht so wie das süße Popcorn in Deutschland. Es gab zur Auswahl süßes Popcorn, salziges Popcorn. Du konntest sogar gemischt dir aussuchen. Was für ein Luxus. Hier wirst schon schief angeschaut, wenn du nur nach Karamell-Popcorn fragst. Wenn es denn überhaupt schon fertig ist. Oh, das haben wir noch nicht fertig gemacht. Ja, auf Österreichisch halt, ne? Es war beeindruckend und unglaublich. Also viele Sachen haben mich echt aus dem... Es war so komisch gewesen, weil eigentlich sollte das für mich normal sein, aber... Ah, ich weiß auch nicht. Ich war ziemlich erstaunt und es war sehr, sehr cool. Es war echt beeindruckend, ich weiß auch nicht. Ich bin noch voller Eindrücke und so. Ja, ich weiß halt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ein bisschen habe ich natürlich mein Zuhause vermisst, weil die Wohnung war halt doch nicht das gleiche wie zu Hause. Und ja, auf dem iPad Genshin spielen ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich habe es geschafft. Ich habe auch den Wal besiegt auf dem iPad. Ich habe mich nicht so schlecht geschlagen, aber ein PC ist doch was anderes. Ich beneide Mobile Gamer überhaupt um nichts. Um nichts. So, bei mir alles top wie immer, das höre ich gerne. Hab nur Probleme mit dem Boss von Raiden. Wieso das denn? Warum macht er die Probleme? Schaffst du ihn nicht? Guten Abend, Hallöchen, Crackcaster, willkommen. Ist denn Österreich teurer als Deutschland? Ja, um einiges, ja. Schon. Das habe ich gemerkt, als ich dann am Samstag, als wir dann gestern am Nachmittag einkaufen waren und ich erstmal für einen Wochenendeinkauf 71 Euro auf den Tisch gelegt habe. Ich so... Ich habe mir einiges an Geld mitgenommen für Hannover. Und ich hatte Angst, reicht das denn? Und ich habe noch über ein Drittel übrig behalten. Ich meine, ich muss sagen, mein Vater hat uns oft zum Essen eingeladen. Wir haben echt tolle Sachen gegessen. Italienisch waren wir essen, Griechisch waren wir essen. Einmal waren wir Burger essen und fantastisch. Oh, allein das Gyros. Aber ja, es ist alles gut gegangen. Und es war toll, ja. Es war kurz, aber es hat absolut gereicht und es war schön, einfach mal wieder die Heimat zu sehen und Sachen zu erleben, die ich sonst nicht erleben kann. Die Geschäfte, ich krieg's noch immer nicht in meinen Kopf rein. Der riesen Kaufland, den es gab, der viermal so groß ist wie die größten Supermärkte bei uns. Wahnsinn. Es ist unglaublich, was es alles an Sachen zu kaufen gibt. 1 Kilo Bonduelle-Dosen, als ich die gesehen habe, dachte ich, ich bin geschrumpft oder so auf Nahida-Größe. Ich so, wer kauft sowas? Wer kauft 1 Kilo Erbsen oder Kichererbsen in so einer Riesendose? Okay, Großfamilien wahrscheinlich. Ich so, ich bin froh, wenn ich die kleinen Dosen bekomme. Wahnsinn. Ja, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt die 5 Tage ohne Streams überlebt. Und jetzt sind wir wieder da. Gott sei Dank, alles gut gegangen. Flug zurück war ein bisschen wackelig dann zum Schluss. Wenn sie über Wien eine Kurve im Sinkflug machen müssen. Aber alles gut gegangen. Yes. So, naja, mein einziger Damage kommt von Raiden. Okay. Das Durchschnittsgehalt ist aber auch um einiges höher. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr verdient. Oder was andere verdienen. Kann man nicht sagen. Ich kann mich nicht beschweren auf meine 20 Stunden, aber ich bin auch Führungskraft, also alles gut, ja. Und Hallöchen, Lord Wally the Goat, danke für dein Follow. Und was für eine Frage hast du denn? Einfach rück raus. Ja, auf jeden Fall sehr viele Eindrücke gehabt, alles gesehen. Und war auf einer Seite seltsam, aber auch spannend zugleich. Wie gesagt, dass sich einiges geändert hat, war eh klar, aber dass sich vieles dann doch nicht geändert hat und gleich geblieben ist. Sehr beeindruckend. Aber viel gute Sachen gegessen. Mm. Das war das Schönste. Neben Flynn natürlich alles einmal zeigen, obwohl der an den meisten Sachen nicht so interessiert war. Aber was soll man machen? So. Bin ein einsamer Musiker und möchte dir gerne einen meiner Songs zeigen, wenn ich darf, natürlich. Inwiefern? Auf YouTube oder wie oder was? Dann schick mir einfach das Video und ich schaue es mir dann an, wenn ich irgendwann Zeit habe.
Auf Discord. Ja. Kannst auch den Link auf Discord schicken, wenn du drin bist. So. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden jetzt starten mit dem Event letztendlich. Und zwar gibt es heute The Great Face Reaction Debate. Ich habe schon von mehreren unterschiedlichen Leuten gehört, dass sie keine Ahnung hatten, wie der Event funktioniert. Ich werde mir das versuchen, ganz, ganz, ganz genau durchzulesen. Und dann hoffentlich herauszufinden, wie der Event funktioniert, letztendlich. Ja, und wenn wir dann fertig sind mit dem Event, werden wir dann noch ein bisschen erkunden, würde ich einfach sagen. Weil ich habe nachgeschaut, welcher Teleporter mir noch fehlt in Fontaine, wie man zu dem kommt. Und das werden wir dann anschließend machen, aber erstmal werden wir mit dem Event beginnen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, es geht los. The Great Face Reaction Debate. Jami, the immortal researcher who earlier developed the marvelous face potion, has once again encountered trouble. Oh weh. As such, he has adopted more efficient enhancement measures and is waiting for the right person to help verify his work. Natürlich bin das wieder ich. Wie immer. Es gibt Primos, Waffen-Items, Artefakt-Items, Mora, Kristalle und Waffenkristalle. Let's go. Be right back. Okay, passt, Heshi. Bis gleich. Legen wir los. Fight for academic reputation. Talk to the groaning researcher. You meet a familiar-looking researcher sighing by the side of the road. Go ask him what's wrong. Navigate. Ja, meine Dailies habe ich auch nicht gemacht. Die werde ich dann nachher noch machen. Ich habe mich heute mal ein bisschen auf Star Rail konzentriert. Und habe da ein bisschen Relikte sortiert auch wieder. Und welche für Gallagher rausgesucht. Weil einen Charakter darf man sicher gratis nehmen. Ich werde Gallagher nehmen. Aida ist toll. Oh, und habe geschaut, was er für Relikte braucht und habe da ein bisschen gesammelt. In der Zwischenzeit. Ich hoffe, eure Puls liefen alle gut. Ich habe keine Ahnung, wie weit ihr mit 2.1 seid. Ich habe versucht, alle sozialen Medien, so gut es geht, die letzten Tage seit 2.1 draußen ist, zu meiden. Eben, weil ich sehr Angst habe vor Spoilern. Was das betrifft, weil Star Rail Spoiler können sehr, 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 sehr fies sein. Und habe versucht, alles zu meiden. Kein Twitter, kein Reddit. Also Reddit schon ein bisschen, weil die meisten Reddits filtern Gott sei Dank eh. Subreddits filtern eh raus, was spoilerlich ist. Und ja, ab morgen wird es dann eh mit der Story weitergehen. Gut, auf geht's. Ja. Außer da kommt ein wilder Whopper-Flopper aus dem Nichts herausgefloppt. Servus, war voll lange nicht mehr hier. Bin über meinen zweiten Account drinne, weil ich gerade nicht die Daten von meinem Main weiß. Hallöchen, Lukas. Willkommen, willkommen. Ich weiß jetzt nicht, wenn das dein zweiter Account ist, wer du bist oder wer du warst. Aber auf jeden Fall willkommen zurück und ein... Und hallo auch. Gut, gehen wir mal zu ihm. Der Puls in Star Rail war nice. Eggeron gezogen im dritten Zehnerpull. Gratulation! Ich spare ja für Aventurine. Und bin schon sehr gespannt dann in 2,5 Wochen, wenn es soweit ist. Yes, ich schwimme gegen den Strom und lasse Eggeron auch aus, auch wenn sie sehr, sehr stark ist. Aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen bei Evo geschaut. Sie passt nicht wirklich in meine Team-Konstellation so 100 pro rein. Und ich glaube, mit Aventurine läuft das besser. Wir werden sehen, ja. Hasbandos sammeln. Über alles andere. Wie es halt ist. Mein Main ist der mit... Oh, okay, gut. Das ist am Ende bei meinem Main immer. Ah, okay, gut. Dann kenne ich mich aus. Ja, ich habe jetzt meinen Song in euer Music-Channel geschickt. Würdet ihr ihn jetzt anhören und mir eure Meinung sagen? Na, jetzt spielen wir gerade Genshin Impact. Wenn, dann höre ich mir den Song nach dem Stream an. Ist eher ein ruhiger Song. Und noch was, es ist mein Content für Leute zu singen. Dürfte ich dir was vorsingen dann? Nein, wir spielen jetzt gerade Genshin Impact.
Es tut mir leid, also jetzt mittendrin, jetzt nicht. Aber ich höre es mir dann gerne nachher an. Bin jetzt gerade mitten im Event. So. Und generell, wenn ich on Stream bin, das maximal, ja, ich im Discord bin mit Freunden zusammen, die ich schon kenne. Also, nimm's mir nicht übel. Es ist einfach so. Legen wir los. Wir müssen uns das jetzt ganz genau durchlesen, damit wir verstehen, wie es funktioniert. So, do you still remember me? The one who's always saying. Wie viele Face-Event ist das der dritte jetzt, gell? Den ersten gab es ganz am Anfang, den zweiten gab es, glaube ich, kurz vor Fontaine. Und jetzt der dritte. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, nicht jetzt, später. Wie lange bist du denn noch im Event und live? Ja, li weiß ich nicht so genau. Das werden wir sehen. Aber ich werde es nicht on Stream anhören. Looks like that's a no. Oh. And what happened exactly? Okay. Warum zieht er das so in die Länge? Oh. Ja, irgendwelche Potions einfach trinken ist gefährlich. Warum dreht sich in der Version alles um Potions? Eine gute Frage. Dä-däm. Paimon lacht sich schlapp. Ist wieder typisch für Paimon. Macht nichts, dann gehe ich jetzt wieder. Habt noch einen schönen Stream und ein schönes Event. Ich weiß, ich bin ein Fremder, aber ich möchte euch nur mein Skill zeigen und euch was vorsingen auf Discord. Ihre Freunde dürfen natürlich auch mit der Partie sein. Ja, wie gesagt, ich höre es mir gerne an und wir können auch gerne unseren Kommentar dazu geben, aber on Stream mache ich das nicht. Es tut mir leid. Okay. Teach him a lesson. Bribe him. Was? Die Sumero-Musik. Oh. Erst mit Evo heute drüber diskutiert, dass mein Lieblingsgebiet noch immer Sumero ist. Und Evo so, nein, das ist das Gebiet, was ich am wenigsten mag. Ich so, no. Die schönen Ruinen. Das war doch toll. Jo, Hallöchen, King. Willkommen, willkommen. Danke für den Raid. Wie geht's, wie steht's? King Raid, willkommen. Wie geht's dir? Alles klar bei dir? Super Smash Brothers Ultimate. Oha, oha, oha. Da wurde wieder geknüppelt. Wie lieb's. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Und danke nochmal und willkommen, liebe Raiders. Ich hoffe, alles klar bei dir. Da, 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 da.
Okay. Can you tell if you're in danger? Meistens, wenn die Musik sich ändert und die roten Pfeile kommen und Gegner auf dich drauf stürmen. Hallöchen, bin ich zu spät? Nein, Kojote, du kommst eigentlich gerade richtig. Ich habe fast nur geplaudert bis jetzt. Das war bis jetzt eigentlich mehr Just Chatting. Ich fange gerade mit dem Event an. Kommt halt drauf an, was du erleben wolltest. Wenn du meine Erlebnisse aus Deutschland hören wolltest, dann bist du zu spät, aber für den Event bist du genau richtig. Willkommen. Ja, denn habe ich... Ah, den habe ich und mir geht es gut. Frohe Ostern. Frohe Ostern an dich auch, King. So. As long as you act normally after drinking the long-lasting face potion, it will not take effect. Okay, das heißt, wir müssen uns unnormal verhalten. Das heißt... Okay. But once they freeze on the spot, the potion will kick in. Okay. Ah, das ist eine Potion, die normale Menschen beschützen soll. Weil normalerweise, wenn sie in Gefahr sind, dann sind sie ganz versteinert. Und das soll sie beschützen. Verstehe. Okay. Okay, wir machen wir testen das. Das heißt, wir dürfen uns nicht bewegen, anscheinend. Damit die Potion funktioniert. Ah. Und das kommt aber oft. Ist das nochmal? Konfigurieren. So. Zack. Tada. So. Pat, Wassermarsch. Gute Idee. Prost. War auch lustig, sich wieder an Pfandflaschen zu gewöhnen. Ich meine, wenn man darauf vorbereitet ist, die Flaschen immer gleich wieder mitzunehmen, dann ist das nicht so tragisch. Aber es ist trotzdem eine Umstellung. Nächstes Jahr wird uns das auch treffen hier, also von daher. Wenn ich gerade an Getränke denke. Ich habe interessante Sachen getrunken. Ich glaube, von Volvic war das. Irgendwas mit Matcha und Birne, irgendein Wasser. Dann von, was war das? Granini, glaube ich. Irgendwas mit Mango, Maracuja und Vanille. Das hat so gut geschmeckt, das habe ich gleich zweimal getrunken. Ja. Irgendwelche Prime-Sorten, die wir noch nie gehabt haben, haben wir getestet. Spannend. Dann noch irgend so ein Erdbeerwasser. Ein Wasser mit Erdbeergeschmack, was voll erdbeerig war. Dann noch irgend so ein Rossmann-Eistee, der super pfirsichlich geschmeckt hat. Spannend war das. Alles. Ein Wave an alle. Ich winke zurück, auch wenn ich das nicht kann, auch wenn ich keine Arme habe. Ich winke mit dem Kopf. Hate to break it to you. We're over budget this month. Okay. Immer her mit dem Geld. Wenn es um Geld geht, dann immer her. Okay, auf geht's. Da. Fight for academic reputation. Jami, hast noch irgendwas zu erzählen? Okay. Ich habe ja noch gar keine Experimente durchgeführt. Okay. Seid ihr bereit? Die Domain ist da. I'm ready. Ach ja, davor habe ich Master Duel gestreamt, danach Smash. Und wie lief's im Master Duel? Alle wieder platt gemacht mit den Karten? Und Hallöchen Mia, willkommen, wie geht's dir? Alles klar? Gleich noch was trinken, Prost. So. Gut, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Challenges. Das werden wir heute schaffen, oder? Auch wenn ich viel plaudere. Gut, ja, das höre ich gerne. Kann man so sagen, ja. Perfekt, King. So, okay. Stage Properties. When you have enough Face Force. Was ist Face Force?
Use an elemental skill or elemental burst, then stop all actions immediately to create suspense particles, super sense particles. Okay. Man muss erst warten, bis man genug... Wie soll ich mir das erstmal durchlesen? Okay. After entering the phase discursive facility and starting the challenge, if you cease moment or stop using skills, you will automatically enter the time dilation state. Okay, man muss wirklich stehen bleiben. After conducting any movement or trying to use a skill, time will flow normally again. Okay. During combat, you will accumulate phase force over time. Das ist das, was wir brauchen. You will also obtain it from defeating opponents. Once your phase... Und was bringt das dann? Achso, das verlangsamt die Zeit. Okay. You will also obtain it from defeating opponents. Once your phase force hits a certain value and you have stopped all actions after unleashing certain skills... Welche? Ah, die da stehen. Super Sense Particles will appear on the field. Okay. Adjust your camera angle such that your character blocks the particles from view to collect them and consume phase force. To use your super sense skill, irgendwie ist das sehr komplex. And also obtain a random phase furtherance. The maximum amount of phase force that can be accumulated is sufficient to use the... You use the super sense skill 3 times. If you do not use the super sense skill for 50 seconds, the damage you deal will decrease was auch immer das heißt. The damage wird einfach niedriger, wahrscheinlich. Focus foes will appear at intervals during this challenge. Focus foes will become normal opponents after some time, but defeating focus foes will grant more phase force. Okay. Evo sagt, es macht Sinn, wenn man es ausprobiert. Wir geben so halbwegs. Okay, wir geben unser Bestes, okay. Menacing projectiles and energizing projectiles. Schießt da jemand mit Bomben, die dich heilen? Mit Kanonenkugeln? Das kommt mir so bekannt vor, oder was? Danke für den Shoutout. Immer wieder gerne, King. Danke dir für den Raid. Bitte. Immer wieder. Voll lieb von dir. You will take damage if hit by... Warte mal. You will take damage if hit by menacing projectiles, while energizing projectiles will grant you phase force. Okay, die sehen gelb aus. Die meiden und die Kugeln einsammeln. And increase your verification score. Okay. Halleluja. Okay. When you have enough phase force, use an elemental skill or elemental burst, then stop all actions immediately to create super sense particles. Super sense skill, ein Lösches. Okay. Okay, wir machen einfach mal. Oh. Okay. Wir haben die Wahl. Wir können meine Raiden Level 90 und meine C2 Level 90 Nahida nehmen oder die Level 80 Charaktere. Okay, man kann nur... Okay, immerhin muss ich mir keine Gedanken machen, wen von meinen 70 Charakteren ich auswählen muss. Ist ja auch schon mal was. Okay. Okay, obtain Super Sense Particle 3 times, score 500 points. Wir probieren einfach mal. Das ist ziemlich viel Text jetzt gewesen, wenn ich ehrlich bin. Wir geben unser Bestes. Okay. Mhm. Mhm. Okay, wir müssen anscheinend Elemental Reactions machen. Okay, das haben wir eh gelesen. Ich überspringe das jetzt mal. Und wir werden jetzt einfach mal machen. Ja. So. Okay. So that your character blocks the super sense? So rum. Ist ja blöd, wenn die Kugel hinter mir ist. Okay. Meine Hilfe! Hilfe!
Ich bin verwirrt. Ah, warte. Ah. Okay, so. Und dann T drücken. Zack. Ah, Hilfe. Wo ist die Kugel? Das ist keine Kugel. Gibt's auch keine Kugel. Da ist eine Kugel. Erstmal suchen und finden. Oh. Das unterbricht den Fluss total. So. Der T-Knopf ist so weit weg. Ist die Kugel? Ja. Hida! Irgendwie wollte ich nach Hida machen. Die Kugel. Das ist süß. Dass die Kugel immer hinter mir landet. Ein bisschen verwirrend. Ah, Hilfe. Eine Kugel. Wo ist die Kugel? Ah, da. Ah, da. Ein bisschen verwirrend. Die ganze Geschichte. Ah. Suchet die Kugeln. Ah, wer sucht, der findet. Ja. Mach ich das gut oder schlecht? Moment, ist die Kugel vor mir gelandet. Keine Kugel. Ah, da ist die Kugel. Wow. Oh Gott. Hallo. Ich bin voll. Ich meine, ich verstehe es, aber es ist anstrengend irgendwie. Wollte ich nur mal anmerken. Wie hab ich abgeschlossen? 5300. Ist das gut? 500 Punkte sollte man haben, oder? 16 Super Sense Particles habe ich gesammelt. Okay. Okay. Das war anscheinend das Tutorial, weil dafür gab es noch nicht mal Dingsbums. Aber ich habe 5300 Punkte. Okay, denke ich. Keine Ahnung, ich habe kein Gefühl, was das betrifft. Hallöchen Chilichur, willkommen. Frohe Ostern, Kira, Heshi und Chat. Wünscht dir auch ganz frohe Ostern. Wie geht's, wie steht's? Ach, wie geht's den Verletzungen? Ja, wie geht's dir? Geht schon wieder besser? Schürfwunden und Schwellungen sind weg. Hab nur noch ein paar bunte Flecken, passend zum Osterfest. Ein Chili-Osterei. Naja, man muss es mit Humor nehmen. Aber es freut mich, dass es dir auf jeden Fall schon besser geht. Ab 1000 Punkten kannst AFK gehen. Okay, gut zu wissen. Also habe ich mehr getan, als ich musste. Na gut. Schauen wir mal, was ich schaffe. Gut. Tutorial bestanden. Jetzt geht das Richtige los, wo es das erste Mal Primus zu holen gibt. Okay, when you have enough Phase Force, use an Elemental Skill or Elemental Burst. Then stop all actions. Stop right now. Thank you very much. Super Sense Skill. Unleash a shockwave at the character's position, dealing true damage, bla 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 bla. Additionally, all your party members will gain 100% crit damage for 20 seconds. Nice. Okay. Ayaka und Shenhe. Okay. Auch gut. Ayaka. Lieber andersrum, oder? Ich nehme natürlich meine Ayaka, die ist Level 90 und hat das Outfit, also bitte. Zack.
Ich hoffe, das ist kein Test für irgendein Charakter-Feature, was in der Zukunft kommt. Okay. Das ist eh wieder das Gleiche, oder? Eine Kugel in sich? Oh, okay. Da ist eine Kugel. Keine Kugel sichtbar. Hm. Da, 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 da. Die Musik. Ich sehe nichts. Ich bin verwirrt. Wieder keine Kugel. Spiel schlecht. Ha, da ist eine Kugel. Gesammelt. So frostig. Irgendwo was? Nein. Zack. Kugel gefunden. Ich habe das Gefühl, dass es... Keine Ahnung, was ich hier mache. Oh, ich habe eine Kugel gefunden. Da ist wieder eine. Zack. Okay, Zeit ist schon vorbei. Ah, 2300. Ich glaube, das ist okay. Okay, ich habe alles bekommen. Ah. Hallöchen, Ikiring. Iringsi. Willkommen, willkommen und danke fürs Follow. Wenn links oben ein Fläschchen voll ist, kann eine Kugel spawnen. Ah, nur wenn die Kugeln voll sind. Okay. Ich habe das mit den Kugeln am Anfang gar nicht verstanden. Ja, das schon, aber nur wann die Kugeln kommen. Aber dazu müssen wir schneller Gegner besiegen. Egal. Oder die Zeit vergehen lassen. Passt. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Gut, drittes. When you have enough phase force, you use a normal attack or elemental skill. Okay, jetzt geht's um normal und elemental skill. Da, 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 und dann stop. Da, 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 da. Additionally, all your... da, da, da. Okay, das ist wieder true damage. Additionally, all your party members will gain 300 elemental mastery for 20 seconds. Und wir haben... Oh, okay. Elhathem und Yai. Miko. Ich nehme natürlich meinen Elhathem, weil der hat erstens seine Waffe und zweitens ist er C2. Seitdem ist er Level 90 und mein Elhathem. Okay, damit sollte ich besser klarkommen. Dendro funktioniert immer gut. Okay, ah, jetzt kommen die Focus-Foes auch. Okay, wir schaffen das. Miko, blitz mal. Okay, keine Kugel da. Okay, Burst diesmal nicht. Man muss auch noch treffen irgendwie. Ah, Kugel sehe ich keine. Warum kommen keine Kugeln? Jetzt ist eine da. Dankeschön. Dünko.
Kugel gefunden. Zack. Ist die genau in dem drin? Bin verwirrt. Das ist eine. Ich weiß nicht, ob man manchmal die Kugeln einfach nur nicht sieht, weil sie in den Gegnern drin ist. Ja. Das ist so komisch. Man hat überhaupt kein richtiges. Ja, ich weiß nicht. Keine Kugel. Also so weg. Das ist eine. Okay, wie viel habe ich? 1660. Reicht. So verwirrend, ich kann mir nicht helfen. Weil man immer anhalten muss und dann kommt man die ganze Zeit aus dem Spielflow raus irgendwie, naja. Ich habe anfangs Fotos geschossen, weil ich dachte, dass man das so machen muss. Naja, habe es dann auch mitbekommen, dass es so nicht funktioniert. alles gut. Hauptsache, man schafft es irgendwie. Okay. When you have enough phase force, use a charge attack or elemental skill. Und dann stop. Additionally, all your party members will deal 100% more damage to opponents affected by the frozen reaction for 20 seconds. Wen bekomme ich? Oh, weiß. Urina! Und Frisli! Frisli. Frohe Ostern! Danke dir, Tom! Ich wünsche dir auch frohe Ostern. Okay, Charged Attack. Oder Elemental Skill. Passt. Let's go. Das heißt, wir werden jetzt erstmal schön die Potion wieder auffüllen. Und jetzt Charge Attack, dann Stopp. Bin ich da schon ein bisschen besser dran. Meine Kugel. Sehr gut. Aua. Keine Kugel? Okay, will er nicht. Sauber. Sehr gut. Mitten in den Gegnern. Noch einer, sehr gut. Perfekt. Wir haben noch 29 Sekunden. Kugel. Und auf. Und zack. Muss auch treffen. Ah. Hä? Ah. Ich darf halt 2 Sekunden stehen bleiben. Hallo, ich will meinen Charakter wechseln. War jetzt die Kugel da. Wahnsinn. Okay, wie viel habe ich? 3040, nicht schlecht, nicht schlecht. Hallihallo zusammen, Hallöchen Widowmaker, willkommen, willkommen. Einen wunderschönen Abend und frohe Ostern. Okay, so langsam komme ich rein, aber es ist trotzdem, je besser ich die Charaktere kenne, desto leichter tue ich mir natürlich. Aber trotzdem,
Hier haben wir noch. Schaffen wir. Okay. When you have enough phase force, use normal attack, plunging attack or elemental skill. Additionally, all your party members will gain 75% animo damage bonus for 20 seconds. Entweder es gibt Chao oder Xianyun oder beide. Ich bin gut, oder? Das war so klar. Oh, Ostern euch, danke! Da hat mein Browser einfach deinen Stream gemutet. Warum das denn? So eine Frechheit. Okay, jetzt kommen die Projektile auch noch. Oh Gott. Ich bin so schlecht im Multitasking. Oh. Okay, let's go. Zack. Müno. Da ist noch einer. Ups. Ah. Und zack. Okay, wo sind die Gegner? Hä? Achso, jetzt muss ich den Projektilen ausweichen. Jetzt mache ich ihn. Schaffst das? Ah! Oh mein Gott. Da ist die Kugel. Zack. Sehr gut. Hinten ist ein großer. Und zack, weg mit denen. Oh. Das ist eigentlich ganz okay, würde ich sagen. Und zack. Schwupps. Oh, falsche Richtung. Hey, nicht so. Auf mich drauf da. Okay, jetzt sehe ich gleich vorbei. Zack. Und. Noch eine Kugel? Eine habe ich noch. Und. Zack. Ich würde sagen, ganz gut, oder? 2280. Bin zufrieden. Charaktere kannte ich auch besser. So. Wie geht's euch allen denn so? Prima, würde ich sagen. Alles super bei mir. Kann mich nicht beschweren. Ich bin nie beschweren, selbst so. Oh, mir geht's super. Es läuft aktuell auch sehr gut in Star Rail bei mir. Das höre ich gerne. Hast du gepult oder... Oder jetzt bei der Story oder so. Bitte keine Spoiler. Zack. Okay. When you have enough phase force, use an elemental skill or burst. Additionally, all your party members will have 2 energy restored per second for 20 seconds. Könnte alles sein. Und es sind Kazu und Nervi. Okay. Ich meine, die kenne ich zumindest. Okay. Skill oder Burst? Natürlich nehme ich da meinen. Hey, nächste Woche Nervilet C1, gell? Freue mich schon. Auch wenn ich mir ein bisschen andere Four-Stars erhofft hatte. Ich habe ja irgendwann mal gehofft, dass mal KW kommt oder die Charaktere, die ich noch nicht auf C6 habe, aber vielleicht bei Alikino dann. Schauen wir mal. Ihr habt Aggron und ihren Lichtkegel bekommen. Gratulation! Ich glaube, ich bin die Einzige, die skippt, oder? Ganz ehrlich, wer von euch skippt Aggron und wer nicht? Evo sagt, er skippt, obwohl er jetzt skippt, er nachdem er E1 und den Lightcone hat. Puh.
Ich kann pullen bei Növi, weil er hat seine Waffe schon. Ja, das ich würde ihn auf jeden Fall holen. Ultra stark. So. Zack. Noch keine Kugel zusammen. Jetzt aber. Zack. Da ist schon das Problem von der Villa, was hoffentlich mit C1 dann behoben wird. Ohne Schilder ist das immer so eine blöde Sache. Jetzt? Da ist die Kugel. Zack. Das unterbrochen werden ist nämlich das Blödeste, was dir passieren kann. Oh. Oh, und die Kugel? Was? Ah, Hilfe! Entschuldigung, ich habe das so schnell nicht gesehen, bitte. Da war der Skill von Kazu im Weg. Oh, man kann auch in der Luft stehen bleiben und ein Foto machen. Dahinter ist die Kugel. Ah, okay. Das ist die Kugel. Kugel nach, ich bin fertig. Man kann die Kugel in der Luft sammeln, das ist lustig. Was? Ah, da ist die Kugel. Gleich ist vorbei. Und dann Kazu. Wie die Gegner in die Luft geschleudert werden. Okay, wie habe ich abgeschnitten? 3470. Perfekt. Alles gut. Panik. Es ist gut, das alles am Stück zu machen, weil sich da jeden Tag wieder neu dran zu gewöhnen, ist schon, finde ich, kompliziert, muss ich ehrlich sagen. Versuche, Aggron zu bekommen. Ich drücke dir die Daumen hier. Ich muss kurz meine E2 S1 Aggron fragen, ob ich skippe. Und was sagt sie, Hergi? Ich habe sie sogar schon ausprobiert. Ich wollte davor eigentlich Jing Yuan, aber da hat's nicht geklappt. Dann dachte ich, ich gehe einfach auf Aggron, weil mir Aventurine nicht gefällt. Okay. Hey, keine Sorge, ich werde ihn pullen und ihr könnt ihn dann ausprobieren bei mir. Sie sagt nein? Okay. Ich schwimme gegen den Strom. Nein, Aventurine passt einfach irgendwie besser in mein Team und ich habe noch keinen. Nachdem ich Fu Xuan damals geskippt habe, ein Preservation-Charakter ist nicht schlecht. Ich habe zwar Jeppy, aber ja, es ist bandos, gell? Es ist, wie es ist. Aber Simulated Universe sagt auch nein, habe immer noch keine Rope. Das ist aber fies. Das ist wirklich fies. Beschwer dich bitte mal bei Hertha. Immer meine Hertha ist jetzt E6, nachdem ich Simulated Universe World 9 gemacht habe. Yes. Einfach das komische Meme-Ding platt gemacht und ich so, oh! Mich voll erschreckt, dass plötzlich eine Hertha um die Ecke kam. Ich so, oh nice. E6 kann ich gebrauchen. Morgen gibt's eh wieder Pure Fiction, oder? Bin ich da irgendwie im falschen Rhythmus? Keine Ahnung. Trotzdem gut. Naja, ich konnte ihn schon ausprobieren, hat mich nicht umgehauen, der Gute. Okay. Ich skippe die Standard 5 Sterne Charas. Na, wenn man das so einfach machen kann, dann passt das ja. Ich habe da nicht so viel Glück beim Pullen. Was soll ich sagen? Naja, gut. Gut. Lesen wir mal weiter. When you have enough Phase Force, use an Elemental Skill or Elemental Burst. Und dann stop. In addition, unleash a Geo Shockwave at the location of the character that deals AoE Geo Damage every 2 seconds for 20 seconds. Ito und Chiori?
Nein, Navi und okay, knapp daneben trotzdem vorbei. Okay, Albedo. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, sie hauen jetzt extra nochmal Ito und Shiori rein, um zu zeigen, wie gut sie harmonieren oder so. Na gut. Ja. Albedo und Navia. Let's go. Beim Standardbanner habe ich zum vierten Mal das Buch von Himeko gepult, aber der Char will nicht kommen. Uff. Ich habe erst 2 5-Sterne-Leitkunst überhaupt gepult im Standard. Den Jeppy und den Bronja, obwohl beide gut sind. Deswegen beschwere ich mich da in der Hinsicht nicht. So, let's go. Bin doch immer am überlegen, ich habe jetzt meine 300 Puls fertig, ob ich Bronja E1 nehme oder mir doch Yenching hole. Ja, wahrscheinlich wird es dann eher Bronja werden, aber ich halte es mir noch offen. So. Okay, Albedo. Lange nicht mehr gesehen, den Guten. Okay. Skill. Oh, die erste Kugel ist schon da. Ich weiß nicht mehr, wie Navia funktioniert. Müsst ihr verzeihen. Jaho. Wenn ich beide Charaktere nicht habe, ist natürlich noch blöder, aber irgendwie schaffe ich das schon. 1000 Punkte werden wir schon schaffen, denke ich. Hoffe ich. Hallöchen, Shiro. Vielen Dank fürs Hallo und willkommen. Weil ich gerade ziemlich verwirrt spiele. Ist da irgendwas? Nein. Zu viele Effekte, aber. Oh, ausreichen. Das kam jetzt unerwartet. Ah, da ist die Kugel. Hops. Jaho. Kannst du schon wieder? Sehr gut. Wie viel Zeit haben wir noch? 22 Sekunden. Ganz okay, würde ich sagen. Feier! Mach einfach drauf. Auf Teufel komm raus. Kugel? Mach mich wieder voll. Wo sind die nächsten da drüben? Oh, fertig. Und? 2620, sehr gut. Reicht. Hallöchen, Shiro nochmal. Moin, moin. Willkommen, willkommen. Vielen Dank nochmal fürs Follow. So. Lichtkegel ist sicher. Hab Bailu Waffe die zweite erst bekommen. Also Lichtkegel sicher nächste. Ah, okay. Im Lightcon-Banner. Okay, verstehe. Möchtest du dir den Lightcon dann auch holen? Wahrscheinlich, oder? Ich dachte gerade, das ist Shiro und war erstmal verwundert. Nein, es ist Shiro. Nicht Shiro. Hallöchen, gab's die liebe Grüße von mir gestern? Was? Ja, habe ich gehört. Hat Evo mir ausgerichtet, Colin. Frohe Ostern wünsche ich dir. So, auf geht's. Oh, muss meine Rewards noch abholen. Zack. Okay, letzte Runde. Let's go. So. Solid Structure Shattering Shockwave. Überlegt sich diese Namen eigentlich? Wahrscheinlich Jami. Okay, nein, hat er mir ausgerichtet sofort. Ich sitze ja gleich hinter ihm, wenn man es so sieht. Okay. Elemental Skill oder Elemental Burst. Additionally, all your party members will gain a 75% Geo Damage Bonus for 26. Jetzt kommt aber Ito und Shiro.
Chiori. Yes. Sage ich's nicht. Aber ich nehme natürlich meine. Wenn schon, denn schon. Und dann, wenn dann so rum. Yes. Mit denen kann ich Gott sei Dank spielen. Denke ich, hoffe ich. Wir werden sehen. Fuck. So. Jetzt muss ich nur erstmal reinkommen. Zack. Hau drauf. Bitte. Ah, da sind die Gegner. Blop. Die Kugel ist da. Kugel. Irgendwo dahinter den Gegnern. So. Raufknüppeln. Wo geht's weiter? Oh, jetzt muss ich wieder ausweichen. Die Dinger einsammeln. Ah, Hilfe! Zu Hilfe. Hä? Die Gegner sind verschwunden. Hä? Ah! Da ist er. Tamoto? Okay, es lohnt sich fast nicht, den Ding da einzusetzen, oder? Wenn gerade keine Gegner da sind. Da sind sie. Das lohnt sich mehr. Ah, Hilfe. Nächste Kugel. Ushi. Raufhauen. Zack. Oh-oh. Kugel. Kamoto. Knüppelmodus. Irgendwie geht's. Noch einmal. Oh. Dann noch eine Potion. Eine in Sicht. Oh, da ist noch eine. Noch eine Kugel. Kamoto. Sehr gut. Yes. 1620. Alles gut. Okay, wenn man versteht, wie es geht, geht es und man kann es auch ein bisschen planen. Es hilft, wenn man mit den Charakteren schon öfters gespielt hat, wenn man sich dann besser darauf einstellen kann, wenn nur ein Charakter oder beide Charaktere, wenn man sich mit denen nicht so auskennt, dann wird es mehr chaosmäßig. Ja, aber irgendwie habe ich es geschafft. Check. Das war Gott sei Dank nicht so tragisch. Ich hab mir gedacht, das wird relativ kurz. Okay, ich würde sagen, geschafft, oder? 5-3. Das niedrigste war tatsächlich das mit El Haytham. Da bin ich einfach so im Flow drin. Da kann ich einfach nicht abbrechen, wenn ich da mitten im Schnetzeln bin. Oder? So. Guten Abend. Wie lange braucht man für das Ganze circa? Wenn du es ganz schnell durchmachst, ohne plaudern und so, glaube ich, bist du in einer halben Stunde fertig. Ich habe jetzt, glaube ich, auch nur eine gute halbe Stunde gebraucht. Ja. Nicht mehr auf jeden Fall. Weil davor haben wir noch geplaudert. Ja. Dazwischen auch ein bisschen. Ja, maximal eine halbe Stunde. Ist relativ einfach. Und auf jeden Fall Hallöchen, Frosty Chew. So, hat Jami noch irgendwas zu erzählen? Okay. It's all thanks to you. Gern geschehen. Ich hoffe, meine Performance war zufriedenstellend. Oder? Ich weiß nicht. Vielen Dank für die 10 Bits. Ganz lieb, danke. Okay, danke. Na, kein Problem. Ist wirklich schnell vorbei. Ein ganz kurzer Kampf-Event. Du hast jetzt eh schon alle freigeschaltet. Einfach zack, zack, zack. Nacheinander weg. Ja. So. Oh.
Okay. Weil die Potions. Potions für jedermann. Und jeder Frau. Und jeder Paimon. Und was auch immer. Sehr gut. Report the experimental data. Yay! Fertig. Okay, das war wirklich sehr kurz. Also das lohnt sich echt nicht, das jeden Tag zu machen, sondern es war gut, dass ich mir das aufgehoben habe. 2 Tage, 6 Stunden hat man noch Zeit, wer Lust hat. Immer ran. Afterword completed, okay. Sehr schnell. Gut, dann würde ich sagen, haben wir alle Events fertig. Ging ja Gott sei Dank ganz ein. Und es gibt nochmal 1500 Punkte. Extra für den Battle Pass. 37. Zeit vergeht. Wir sind schon auf 37 von 15. Wir sind noch nicht mal bei Halbzeit von der Version. Wie habe ich denn so viel zusammenbekommen? Und es ist immer so schnell, gell? Gut, dann würde ich sagen, wenn wir gleich schon in Sumero sind, mache ich ganz schnell mal meine Dailies fertig. Nehmen wir das coole Geo-Team. Ich finde es so cool. Es funktioniert echt gut. Ich habe heute auch. Ich war heute am Vormittag Spectres jagen und habe den Eventstab fertig gemacht. Und ich bin jetzt tatsächlich auf 696. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich hier eine Krone gebe. Aber ich muss noch Spectres sammeln, weil den Burst würde ich auch gerne leveln. So schlecht ist der nämlich nicht von den Scaling her. Und er macht schon auch gut Damage zwischendurch. Aber ich würde ihm vielleicht sogar eine Krone geben. Wir werden sehen. Ich muss Spectres jagen. Hau, ich bin bei 12. Weiß ich nicht, ich habe mich noch nie mal angestrengt für den Battle Pass. Ganz normal, einfach jede Woche versucht. Ich glaube, ich habe noch nicht mal wirklich drauf geachtet. Ich bin mit dieser Woche noch nicht mal fertig. Schaut. Requests und Bounties können wir dann noch machen. Ja. Ich bin schon auf 50. Ja, du hast ja auch den Battle Pass schon gekauft, Heshi, wahrscheinlich. Heshi ist halt flott. Mir ist das egal. Hauptsache, ich werde fertig am Ende der Version. Gut. Passt. Die Dailies sind natürlich bequem. Alle wieder in der Nähe. Auf geht's. Ja, ich glaube tatsächlich, dass mir in Sumero noch einiges fehlt. Ah, das Schwein ist mir entwischt. Zack. Ah, da. Oh nein. Mushrooms. Ich habe mir extra für die Tage, wo ich auf dem iPad spielen musste, habe ich Mondstadt Commissions ausgewählt, weil die, glaube ich, am einfachsten sind. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wenn das Pilzhüpfen kommt und ich auf ein iPad, dann... Oh, aber Gott sei Dank alles gut gegangen. Daily ist immer gut gemacht auf dem iPad. Ich muss es aber nicht nochmal machen, ich bin ganz ehrlich. Und beim nächsten Urlaub dann wieder. Wenn ich irgendwann mal wieder Urlaub habe. Die Effekte mit dem Geo-Team sind ein bisschen wild, muss ich sagen. Manchmal, das ist fast so wie Kazuha-Mode. Ich sehe nichts mehr, wenn alles blinkt und überall Steine herumfliegen. Aber so ist Geo halt. Muss ich an das Institut für Geowissenschaften denken. In Hannover. Huhu, Kira-chan, Hallöchen, Zero Bahamut. Willkommen. Wie geht's, wie steht's? Ich würde sagen, die Events sind immer das, was so boostet. Vor allem, wenn da halt eben 6, 7 Event-Aufgaben im Pass sind. Ja, das boostet auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stück. So, da müssen wir rüber. Touring Light Show. Oh, yay.
Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Aber Dailies müssen gemacht werden. It's for the Primos. Nicht warten, einfach schon losfliegen. Es geht zu schnell. Wenn man will. Gut. Und jetzt noch einmal nach Sumeru rein. Ups. Es geht müde ohne Ende. Oh weh. Dann würde ich sagen, ab ins Bettchen, oder? Oh nein. Oh nein, jetzt kommt wieder die Umfragen. Oh oh. Hoffentlich erinnere ich mich noch, was die Antworten waren. Ist schon so lange her. Oh oh. You lost something. You ran out of materials. You're looking for inspiration. Nein, er will einfach nur Fragen stellen. Da, 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 da. Zack, okay. Ja, irgendwie habe ich sowas schon mal gemacht. Früher sehr, sehr oft. Oh nein. Okay. Here's the question. Okay. Trommelwirbel. A mushroom-like monster in the wilderness of Sumeru. What's the name of the monster? Ist es Fungi, Fungi oder Finger? Oder Fungi? Okay, das war einfach. Yay! Okay. What's the name of those barriers? Wall of Mill, Wall of Simum oder Wall of Samuel? War's doch, oder? Oh Gott, genau richtig. Ich war mir kurzzeitig nicht sicher, als ich gedrückt habe. Okay. Kind of beast to carry their goods when traveling long distances. Ganz einfach. Sumpter Beast, Slumber Beast oder Summer Beast. Das sind natürlich die Sumpter Beasts. What a memory. Gott sei Dank. Was? Bei dir chillen und einschlafen. Ist auch in Ordnung. Ach so, deswegen habe ich 22.000 Sterne. Irgendwann muss ich nochmal den Stern neu zeichnen. Das habe ich mir schon so lange vorgenommen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Sehr gut. Alles richtig? Jo. Gott sei Dank. Ach, na dann ab. Ups. Einmal querfällt ein durch Sumeru. Wenn wir gleich schon hier sind. Wie viel habe ich? Eins. Einen nehme ich mir noch auf. Man weiß nie, ob man noch irgendeinen Boss machen möchte oder so. Ach, hoppala. Habe ich einen Catherine? Tada! Daily Rewards. Dankeschön. Und es geht weiter. Sehr gut. Hm? Engeln da. Was habe ich denn da noch? Requests und Bounties könnten wir noch schnell machen. Furnishings ist wurscht. Aber das können wir noch schnell machen. Das gibt zumindest Geld. Aber wir gehen nach Fontaine, glaube ich. Zack. Ey. Fontaine ist so groß. Na, die ganze Karte ist einfach groß. Oh, warte, da müssen wir hin. Und dann werden wir noch ein bisschen erkunden gehen. Nachdem ich jetzt weiß, wo ich hin muss. Aber ich muss sagen, der letzte Teleporter ist auch sehr fies versteckt. Oh, oh, Chiori. Ich hab's schon so oft gesagt, aber ich freue mich, dass ich Chiori so schnell bekommen habe. Weil wirklich, jetzt habe ich endlich ein funktionierendes Mono-Geo-Team. Das ist das Beste.
Wenn man ein vollständiges Team hat, was rund ist und funktioniert. So. Ich will schon wieder Butter haben, meine teure Butter. Gute Butter. So, was haben wir da? Keine Hydro-Damage, aber von Claymore-Wielding-Characters. Na, auf geht's. Mit Ito passt das doch gut. Ich könnte theoretisch gleich meinen Kompass anlegen. Ich habe lustigerweise auch noch ein paar Sachen so gefunden. Aber ich glaube, wenn wir Fontaine heute mal fertig bekommen würden, wäre das schon eine coole Sache. Ich habe nämlich aus Verzweiflung... Ich so, boah, ich habe keine Lust mehr, das Maréchaussee und Golden Troop zu farmen. Aber ich habe auch keine Lust mehr, die Dendro Elemental Mastery Dinger zu farmen. Ich habe dann dieses Geo und Heilzeit einfach gefarmt. Auf Teufel komm raus. Habe ich gesehen, dass mitten vor der Domain noch Zeug steht. Ja, aber ich habe mir das dann nicht geholt. Das werden wir nachher dann machen. Erstmal werde ich mir noch den Teleporter holen. Gut. Check. Was haben wir da? Ist irgendwas nicht so weit weg? Salz. Mein gutes Salz. Fies. Apropos Sterne, wir brauchen mehr Sachen zum Einlösen. Ich habe hier 508.700 rumliegen. Ja, was wünschst du dir denn? Bitte, bitte sinnvolle Vorschläge machen und ich nehme es gerne auf. Ich kann auch alles einfach teurer machen. Aber dann meckert wieder irgendjemand. Wie gesagt, wenn ihr gute Ideen habt für Channel Point Sachen zum Einlösen, muss euch ja Spaß machen, dass es sich auch lohnt, die einzulösen. Ich horte immer nur. Okay. Von hier, oder? Also bitte bei Wünschen und Anregungen einfach sagen oder schreiben. Heschi denkt nach. Candace? Nur Candace? Hallöchen, Zitronenkuchen. Nur Candace oder mit einem Team? Was sicher lustiger wäre. Candace ist so cool, aber ich weiß noch immer nicht, in was für ein Candace im Pyro-Team. Okay. Was für ein Pyro-Team nimmt man am besten? Hoppala. Bennett? Bennett ist immer gut. Yuimiya? Und? Wenn noch Furina dazu nehmen. Doppel-Pyro, Doppel-Hydro. Okay, Waffe ist eh halbwegs gelevelt. Und sie ist nicht nackt. Talente muss ich irgendwann mal weiter leveln. Mhm. Guten Tag. Ah, nein, das... Ah, bitte nicht. Ah, Hilfe. Oh Gott. Ein Genius Invocation. Schock fürs Leben. Hätte ich eh noch nicht machen können. Da-da, da-da. So. Zack. So, was fehlt mir jetzt noch? Die Butter. Meine Butter. Was ist jetzt eigentlich Candace's bestes Team? Manchen Charakteren bin ich so nicht auf dem Laufenden, weil ich sie so, leider so... Ich meine, ich liebe Candace's Design. Eines der coolsten Designs von den weiblichen Charakteren.
Ich habe mich gefreut, dass ich sie damals bekommen habe. Irgendwie habe ich kein gutes Team für sie gefunden. Irgendwann geht mir, glaube ich, die Butter aus. Ich hoffe, ich habe noch genug. 13 Stück habe ich noch. Okay. Für 3 weitere Dinger reicht es auf jeden Fall noch. Butterbrot. Dankeschön. Gut. Holen wir uns die nächste Bounty gleich noch. Weiß nicht, die setzt bei mir auf Level 20 Staub an. Warum wünschst du sie dir dann? Um zu sehen, was ich draus mache, oder was? Eigentlich in ihren Talents für Items. Okay. Habe ich schon. Auf 9. Immerhin. Man leistet sich ja sonst nichts. Irgendwann muss man die ganzen Bücher einsetzen. Aber immerhin, sie ist jetzt 6610. Besser. Was sind da empfohlen? Millilith und Emblem? Oder Noblesse? Was habe ich ihnen gegeben? Ich glaube, das war mal Millilith und dann habe ich ihr was weggenommen. Ich glaube, den nicht. Oder? Hydro-Damage? Vielleicht doch den. Das ist ein nettes Artefakt. Habe ich ihr den Kelch weggenommen? Okay. Nicht, dass ich da so viel hätte. Zack. Naja. Naja. Irgendwann mal wieder Millilith-Artefakte farmen. Gut. Wir leben mit dem, was wir gerade haben. Ich habe das sicher jemand anderem gegeben. Aber immerhin hat sie was angelegt. Das muss man mal positiv hervorheben, oder? So, Anemo Damage takes increased damage from sword wielding characters. Okay. Sollte gehen. Check Map. Map, Map. Ja, gib ihr Def. Wird schon schief gehen. Die anderen regeln das. Aber blöd, die nehmen natürlich keinen Wasserschaden. Egal. Für Schilden muss es reichen. Mir macht das. Hoffentlich. Wir werden sehen. Wird schon schief gehen. Doch nicht. Hoppla. Schlechte Idee, mit dem Team dahin zu gehen. Wir schaffen das schon. Wir müssen nur voll aufgeladen sein und vorbereitet sein. Dann geht das. Und ich werde Furina rausholen. So, auf geht's. Let's go. Ich bin für eine Challenge zu gebrauchen, manchmal. Oder auch nicht. Guten Tag.
Wenn mal einer weg ist, habe ich schon mal die halbe Miete. Oh. Den zweiten gleich mit platt gemacht? Okay. Das ging relativ flott. Okay. Ups. Hä? Da waren so viele Effekte. Ich habe die HP gar nicht gesehen von den Gegnern. Go, go, Candace. Zack. So. Elektro. Jo, okay. Und es sind Mecker-Meckers. Sollte kein Problem sein. Die meckern zu viel. Mecker, mecker, mecker. Auf geht's. Ups. Oh, das ist auch noch eine Schatzkiste. Genau den Part hier an der Grenze müssen wir dann einmal nachher dann schauen. Aber zuvor will ich den einen Teleporter noch holen. Ein Wassermarsch. Wartet. Aus der Luft ein Wassermarsch. Prost. Sehr gut. Weiter geht's. Ups. So, jetzt habe ich natürlich Fischl. Das ist jetzt natürlich, ich habe wieder nicht dran gedacht, jetzt ist Fischl wegen Elektro. Nee, nee. Hätte ich Fubina mitnehmen sollen. Das ist das Problem. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Wenn ich Yoimiya spiele und keinen Shielder mit dabei habe. Oder so. Oder zu nah rangehe. Zack. Und alle auf mich einknüppeln. Blöd. Okay. Kurzer Heal. Planwechsel. Fischl, du kommst raus. Und... So. Jetzt aber. Auf geht's. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht schaffen würde. Ups. Wenn man vorbereitet ist, dann geht das. Hoffentlich. Da sind noch irgendwelche lustigen Bubbleblasen auch. So, guten Tag. So. Zack. War jetzt aber genug weit weg und draufschießen. Ah nein, jetzt kommen die Knüppelgesellen da wieder. Notfall. Okay. Der ist gleich auch weg. Jetzt geht's. Hau dich. Ich würde dann einfach switchen. So. Dann haben wir auch viel Damage. Ah, Brutzel, Brutzel. Auf geht's. Und jetzt. Zack, zack. Geschafft. Yay. Hui.
Deaktiviere doch erstmal das Ding, das die Mobs bufft. Das ist für Anfänger. Daran denke ich noch gar, normalerweise gar nicht. Normalerweise sind die Gegner platt, bevor ich sie anschaue. Aber geschafft. Hallöchen, Ayaka, willkommen. Oh, ich habe mich verteleportiert. Da muss ich hin. Sehr gut. Requests und Bounties auch fertig für die Woche. Sehr gut. So. Zack. Tada! Tada! So, jetzt sind wir eh fast auf Max. So, bevor ich es vergesse, gehe ich noch einmal schnell in die Teekanne. Ist die Main Quest von Fontaine länger als die von Sumeru? Ich glaube insgesamt schon, ja. Weil ich das in Erinnerung habe, manche Sachen haben sehr, sehr lange gedauert. Ich glaube schon. Weiß nicht, kann aber auch dran liegen, dass ich einfach immer mehr und mehr quassele zwischendurch. Aber sie kam mir auf jeden Fall länger vor. Wenn ich alleine an die Gerichtsszenen denke. Hui, 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 hui. So. Level 38. Es wird, es wird. So. Muss ich kurz überlegen. Ich muss da dann hin, oder? War das hier? Irgendwo hier war das. Kannst du Fischl Bild zeigen? Yes, kann ich machen. Mit meiner Fischl bin ich eigentlich jetzt echt zufrieden. Seitdem ich mit meiner Fischl so zufrieden bin, spiele ich nicht mehr Reiten Shogun. Fischl, wo bist du? Also, ihr Level 90, Stringless 5. Ich habe das hier. Crit, Crit, Attack, EM. ER, EM, 27 Crit Damage. 3 Crit Rate, nochmal 20. Ich meine, da könnte man sicher noch ein bisschen was machen bei dem Slot. Mal schauen, ob ich da irgendwas Besseres gefunden habe. Ich habe so viel gefarmt. Ob ich da noch irgendwas habe. Aber ich habe auch ausgemistet, wie man sieht. Ja, blöd. Aber für Theorie. Defense, Attack. Warte mal. Zack. Naja. Nicht so. Okay. Okay. Na gut. Dann ist es das Beste, was ich da habe. Derweil. Der. Ey, aber trotzdem 20 Crit Damage. Man kann sich eigentlich nicht beschweren. Dann habe ich noch den. Und das. Insgesamt. Natürlich geht mehr, aber reicht vollkommen. Yes. Special. So. Gut. Alles leer. Nichts mehr zu tun. Gut. Candace ausprobiert mal wieder nach langer Zeit. ging so semi-gut.
Ich würde sagen, wir brauchen immer einen Hydro-Charakter hier. Kann nicht schaden. So. Wenn wir unterwegs sind. Oh, Doppelhydro ist immer ein bisschen gefährlich. Egal. Hoffen wir schon.